Na Jungs? Jo, was geht? Was geht bei euch, Mann? Alles schicki? Na jo, und selbst? Ja, muss, Mann. Bin gespannt, was das jetzt hier heute wird, ey. Lass mal aufs Auto pissen hier. Ja, Mann, safe. Meine Frage, was macht das ganze PD hier? Ich dachte, nur ein PDler kämpft. Keine Ahnung, Mann. Ich bin auch gerade voll überrascht. Ich hab 5 gegen einen. Ja, anders wird's, glaube ich, nicht aussehen. Was? Jo. Das ist Jay? Ach du. Alter. Ich habe mal kurz eine E-Mail bekommen, die ich lesen muss. Einfach oh, deine Schnauze. Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Ja, du kannst Pizza verkaufen. Ja, ich geh gleich schlafen, dann geht mir nicht auf die Eier, Alter. Geht mir nicht auf die Eier, ich geh echt gleich schlafen. Was ist denn du aus? Gut, Nacht, Jungs, viel Spaß euch heute. Oh, ich will dich im Finale sehen, Mann. Yo, peace. Yo, peace. Ja. Na? Guten Abend, Müllerchen. Alles fit? Ja, klar, Mann, und bei dir? Ja, sehr schön. Jetzt hab ich vergessen, was ich von dir wollte. Scheiße. Ich bin alt. Von mir? Du bist alt, Miller, weißt du doch. Ach, danke. Danke, MacBeth, danke. Geh in meinen Keller. Gutschein hatte ich dir ausgestellt schon. Genau, hattest du. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Genau, wie gesagt, Lucy ist unsere Moderatorin, die sagt auch immer, ne, dass es von euch, McKenzie und so gesponsert ist, Mann. Jo. Du machst Wettneubau, oder? Ich hoffe, es klappt alles, Alter. Ja, wird schon, Mann. Jeremy, rennst du da gerade? Ich bin der mit der roten Hose, Oberkörper frei. Ja, und wo bist du? Was kriegt eigentlich der Gewinner von dem Ding hier? Hör auf, was ich als Hauptpreis, das steht ein Ferrari drauf. Oi. Ja, hättest du dich mal angemeldet, ne? Ne, ich kann das absolut nicht, ich bin absolut scheiße. Alright. Ja, so ein typischer Boxsack. Achso, ja gut. Ah, ja, JB, gibst du mir Bescheid, wenn die Kämpfer alle drin sind, dass ich dann Bescheid weiß? Achso, ja. Hallo, darf ich mal vorbei? Was denn? Ja, sicher, klar. Dankeschön. Also, die Kämpfer jetzt mit alle schon mal zum Eingang, Mann. Ja, lass die schon mal reingehen. Alvaro? Jo. Komm mal kurz mit. In mein Auto hat mein scheiß Schwarzgeld nicht reingepasst, Mann. Ja, ich kann das jetzt nicht nehmen, Mann. Ich hab... Ja, nee, das ist mir schon klar, Mann. Was mache ich jetzt, Mann? Weiß ich doch nicht, Mann. Einfach cool bleiben, oder? Einfach warum, cool bleiben, was ist denn los, Mann? Ich hab mein Schwarzgeld nicht in meinen Kofferraum reinbekommen. Das hab ich erst am Ende... Einfach cool bleiben. Das sind Eigenbedarf-Joints. Ja, Alvaro, kommst du noch einmal kurz? Mach das. So, Alvaro, genau. Jo. Lucy hat auch Zugriff auf den Ding. Du kannst halt schon mal, wir kämpfen wie gesagt von oben nach unten, okay? Mhm. 20 Minuten später. Na, ich würde immer für den jeweiligen Fall die Wetten machen, oder willst du komplett vorweg wetten lassen? Ja, zumindest für den ersten, oder? Für die ersten 8. Oder soll man es... Nee, obwohl wir sagen, 5 Minuten Zeit geben wir denen für die Wetten. Ja, das klingt gut. Beziehungsweise 5 Minuten zum Anstellen und dann gehen wir halt alle durch, oder? Genau. Ich nehme eine Stoppuhr mit. Wir sehen ja schon genau. Okay. Und Foodtruck offen, soll ich sagen. Jetzt. Genau. Wo wollen wir uns denn eigentlich hinstellen? Keine Ahnung, ich hab mich auf den Tisch hier gestellt, aber das Steve. Sehe ich. Steve! Autsch! Peyton, ich brauch ein Medic! Der hat mich angemeldet. Ein wunderschön, die Leute! Wir nehmen einmal die Wetten für den ersten Kampf auf. Im ersten Kampf kämpfen Tico und JB. Die Wetten können sie bei dem Herrn links von mir einmal abgeben. Sie haben 5 Minuten Zeit, beziehungsweise die Leute, die sich dann anstellen. 500.000 auf Tico. vergesst nicht, vorne der Foodtruck ist offen. Hallo. Könnt ihr so. Euch gerne was Moment, wir stellen uns hier ein Stück an die Seite. Okay. Ich fange kurz an, aber bin da nicht lang. Alle nacheinander, jawohl. Alvaro, ja? 170 auf JB. Eine Minute, 37 Sekunden später. Falls noch jemand Wetten platzieren möchte, bitte einmal zu mir. Ja. Okay, dann macht die Ansage, dass es losgeht. So, dann bitten wir einmal die Kämpfer hier zum Kampfplatz. Einmal Tico und JB.
Los, Holmes, mach sie alle! Auf geht's, Jamie! So, auf der rechten Seite einmal Jamie. Auf der linken Seite einmal Tico. Soll ich die Wettbewerbssätze sagen? Kaputt, Jubel? Weißt du, nee, oder? So ein Feuerball, Jubel! Nee, ist aber nee, will ich nicht machen. 3, 2, 1, go! Scheiße, Tico! Wow! Nice, Mann! Der Gewinner ist JB! War wohl nix. Ja, passiert. Können wir die nächsten annehmen? So, der zweite Kampf. Manolo gegen Jeremiah. Die Wetten können Sie wieder bei dem Herrn links von mir eingeben. Und ich bitte alle Beteiligten, wenn Sie nicht wetten oder sonst etwas, bitte einmal hochgehen Hallo. Und nicht hier unten stehen. So. Bitte nicht. Da vorne steht ein Foodtruck, wer Hunger und Durst hat. So, dann bitte einmal Manolo in die linke Ecke ganz und Jeremiah in die rechte Ecke. Let's go, Jeremiah, Mann! Ich zähle von 3 runter. Wenn ich Go sage, könnt ihr aufeinander losgehen. Bitte einmal komplett in die Ecke. Soweit es geht. Perfekt. Dann fangen wir einmal an. 3, 2, 1, Go! Du schaffst das! Boah. Der Gewinner ist Schirmeier. Ich raste aus, ich raste aus. Geil. Beste Mann, Alter. Beste Mann, Junge. Was hab ich gesagt, Mann? Was hab ich gesagt? Beste Mann. Jo, Mann, ich kipp deine Augen. Komm weg. Komm, gib mir das. So, Kampf Nummer 3. Breezy gegen Stian. Bitte einmal beide in die Ecke stellen. Ganz hinten an die Wand. Ich zähle von 3 runter. Wenn jo, nice. Danke dir, Holmes. Dann könnt ihr voneinander losgehen. 3, 2, 1, go! Ich krieg da gar keinen Bock auf dich zu hauen, weißt du das eigentlich? Ja! Komm! Sehr gut! Und jetzt Knie, komm Knie! Der Gewinner ist Dian. Den Gewinn können Sie bitte einmal den Herrn links von mir abholen. Igor gegen Alban. Ich bitte Sie einmal hier reinzukommen und sich bereit zu machen. Bitte einmal in die Ecken stellen. Die gleiche Regel. Ich ziehe von 3 runter. Bei Go geht's los. 3, 2, 1. Ja, ich wollte gerade einen neuen Post machen irgendwie, aber soll ich das nicht machen, oder? Ja, nee, alles gut, das wird von mir anders. Ja, korrekt, korrekt, dann glaube ich das. Definitiv. Ja, der Sprung war falsch. Oh! Oh, du geile Sau! Oh mein Gott, du bist... Igor, du bist der König! Winner ist Igor! Jo, jo! So, Leute, der nächste Fight wird Steven gegen Double D sein. Wetten können denn wieder bei mir platziert werden. Du hast Löcher, by the way. Ja, ich weiß. So, noch einmal zur kleinen Information. Der Gewinner bekommt einen Ferrari. Der zweite Platz bekommt einen Gutschein für Mackenzie. Und der dritte Platz bekommt einen Gutschein für Rusty Rebels. Nochmal für alle, die hier anwesend sind. Steven gegen Double D. Bitte einmal an den Rand stellen. Die gleiche Regel. Ich zähle von 3 runter. Bei Go geht's los. 3. 2, 1, go! Ranking von dir! So, der nächste Kampf. Einmal Valerie gegen Peter. Jawohl. Wir wetten. Auf geht's, Valerie! Wer links von mir? Was? Double D, komm mal hoch, Mann. Was Löcher im Shirt, ne? Ja, ich weiß. Peter, nimmt nicht dran teil, ne? Hallo. Oh, Moment mal, Moment. Nochmal wiederholen? Nee, für Alvaro. Bitte wiederholen? Peter ist nicht gekommen. Ah, das war der, fuck. Ja, das war der. Alright. Ja. Da brauchen wir noch einen Plan B, also.
Nee, der gewinnt automatisch, weil das kann ich nicht zweimal machen. Dann lassen wir doch einfach Peter gegen gegen Jay. Ja, dann haben wir aber einen Platz trotzdem frei, was ich meine. Nein, Valerie gegen, ja. Ja, wie willst du das dann machen? Weiß ich nicht, aber somit hätten wir das schon mal, wenn wir Valerie gegen Jay kämpfen lassen. Dann hätten wir jetzt zwar noch einen Platz frei, ja, dann hat er Glück gehabt. Aber wenn wir ja jetzt wieder jemanden raussuchen, wenn sie jetzt einmal gewinnt, dann müssten wir Jay auch gewinnen lassen. Ja, hast du recht. Ja, ich könnte auch noch fragen, ob noch jemand Lust hat mitzumachen. Dann bräuchten wir zwei. Und wenn wir einfach Jay sagen, ja, kämpft gegen Valerie und dann... Ach ja. Oh, eine ganz kurze Frage, einmal hier ans Publikum. Will noch einer von den Zuschauern mitkämpfen? Wer bräuchte noch einen? Einer ist leider kurzfristig abgesprungen. Ist es gratis? Ja, okay, komm. Es gibt was zu gewinnen, Alter, ein Auto und du willst echt gratis kämpfen? Keine Ahnung. Ferrari wird aber dann nicht ausgegeben, wenn du gewinnst, ne? Da geht er wieder hoch. Hm? Ich glaube, der hat doch keinen Bock mehr. Dann machen wir es doch so. Dann holen wir Jay gegen Valerie und dann hat halt, wenn Pablo oder McBain mit dir gewonnen. Ja, aber sollen wir das dann nicht als letztes machen? Weil der eine hat doch nur Kopfschmerzen, oder? Der kommt vielleicht wieder. Nein, der kommt nicht mehr. Also da kommt zwei kommen nicht. Genau. Dann machen wir es so. Ja, okay, dann gewinnt Pablo oder McBain. Pablo oder McBain müssen dann gegen den Verlierer aus dem Viertelfinale kämpfen. Ja. Okay. Also ich muss gestehen, ich check's gerade gar nicht so richtig, aber wenn ihr mir die Tabelle vorbereitet, dann krieg ich das auf jeden Fall weiterhin. Genau, Valerie gegen Jay, dann kämpft Pablo gegen McBain und dann kämpft ja Pablo oder McBain gegen eigentlich gar keinen. Und eine kleine Änderung. Valerie wird jetzt gegen Jay kämpfen, also wer möchte... Bitte was? Ich gegen Val... Was? Bin noch offen. Einspruch! Oh Gott! Abgelehnt. Wie abgelehnt? Valerie gegen Jay, bitte einmal in die Ecken. Die gleiche Regel. Ich zähle fürs 3 runter. Wenn ich Go sage, geht's los. 3, 2, 1. Battery gewinnt. Go. Braunschläger. Pfui. Buh. Jay, bitte aufhören. Bitte aufhören zu buhen. Dankeschön. Mann, ich wollte das nicht, Mann. So, der nächste Fight, das ist... Du musst bedenken. Ich brauche was. Oh, Pablo gegen McBain, oha. Jawohl, ausgeteilt ist, ich nehme dann den Zähl ein. Der nächste Kampf. So, Halle, auf. Pablo gegen McBain. 50k auf Pablo. So. Ich werde keinen abgegeben werden. Alvaro, Tausender auf... Okay, let's go. Alvaro, bitte tut euch dabei nicht weh. Nein, Ruhe hier im Funk, bitte. Halle. Was denn? Was hast du? Ich hab 50.000 auf Pablo gesetzt. Was? mal gucken, was mir wehtut, wenn er verliert. Okay, wenn das so ist. Jo. Mach dir das mal alle. Mach dir das mal alle. Ich guck mir die Quote. So, Jeremiah, ja, bitte? Jo, 1000 auf McBain. So, die gleiche Regel. Ich zähle von 3 runter, bei Go geht's los. 3, 2, 1, Go. Axel kämpft dann, machen das nicht, das doch nicht verlieren, ja. Jetzt! Und geht's gegen Alright, perfekt, Axel. Oh, fuck, Pablo, meine 17 Dollar! Oha! McBain! Irala! So! Der nächste Kampf, Antonio gegen Axel. Auf geht's, Axel! Ja. Eins! Cookies Playing, noch danke für dein Follow! Axel, Junge, komm! Jawohl, schwerer Schlag, Axel! Nein! Axel! Nein, Axel! Ja! Baby! Stark, Antonio! Gewinner ist Antonio! Mata prügelt keine Rentner! Nice! Kaching! Wir machen jetzt erst kurz Pause und dann kommt die nächste Runde. Essen und Regen für jedermann. Ja, einfach nehmen, wenn ihr wollt. Das Essen ist gut. Sag Bescheid, wenn du Wetten brauchst, ne? Ja, man sagt dann Bescheid. Hast du? Ja, ausgezahlt ist, jawohl. Okay, also Kampf 1, 2, 3 und 4 habe ich fertig gemacht. 1, 2, 3, 4, jawohl, Perfektorino. Das sollten sie alle sein. Dann kündige ich einmal ein. Ich hole mir mal schnell was zu essen und zu trinken draußen.
Digga! Ja? So. Ich bin reich! Ich bin reich, Mann! Was hast du gemacht? Ja, gewettet, Mann! Kämpfen. Der Gewinner aus dem Wer hat eigentlich auf gegen den Gewinner aus dem zweiten Kampf gewettet mit 50.000? Was hat er eigentlich rausgekriegt? Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Du bist Zuschauer heute, oder? Ich bin Zuschauer, jawohl. Kann ich dir gar nicht mehr sagen, wie viel das waren, Mann. Ich hab die alle nicht mehr im Kopf. Nee, es kommt ja immer drauf an, wie viel Gegensätzen. Und bei dem Fight haben alle sehr hoch gesetzt, so, weißt du? Da war im Verhältnis waren quasi 60.000 gegen 70.000 gesetzt. Und damit, weißt du, verrechnet sich das ja wieder. Ah, okay. Ah. Ja? Also, die. Hallöchen! Hallo! Ich hätte gern irgendwas Leckeres zu trinken. Ja, jetzt gern ein Bierchen, eine Cola, einen Eistee. Ja, Cola hört sich gut an. Einmal, zweimal, dreimal. Nehmen wir viermal. Viermal? Jo. Ende doch. Bitte schön. So, die Wetten können einmal abgegeben werden. JB gegen Jeremiah. Einmal auf die Faust Gottes namens JB. Okay, Mann. Okay, du bist raus, Mann. Es tut mir leid, Bro. Du kriegst was von der Cola ab, wenn du verlierst. Jo, auf. Wie viel? Warte, 52, ne? 2, 1, go! Weißt du, was ich lustig finde? Was denn? Ich seh ihn nicht. Für mich googelt JB gerade den Geist. Pico, Mann, der war für dich. Gewinner ist JB. Ich hätte mich mehr gefreut, hättest du verloren. Der Gewinner aus dem dritten Kampf, Sian, gegen den Gewinner aus dem vierten Kampf, Igor. Wie das mit den Wetten funktioniert, immer noch bei dem Herrn mit der Masse Kapi. 2, 1, go! Gewinner ist Dian. Steven gegen Shay. Auf los geht's los. 3, 2, 1, go. Ah, das war's für ihn. Hab's gesagt. Es war klar. Ja. Ah, so scheiße. Ja, komm, ich bin schon da. Gewinner ist Steven. Oh. McVain gegen Antonio. 3, 2, 1, go. Ja! Ja, Mann! Ich raste aus! Oh. Ja, Mann. Scheiße, Kohle, Junge, Alter! Alter, Scheiße! Scheiße! So, das Halbfinale. Wir haben einmal Chaby. Auf ihn wurde insgesamt 340.040 gesetzt. Und einmal Sian. Auf ihn wurde 240.910 gesetzt. Auf los! Geht's los, bitte einmal in die Ecke. Dian. Oh Mann, Chat, ey, hier ist was los, ey. Richtig geil. Richtig geil. So, auf los geht's los. 3, 2, 1, go. Scheiße, Jungs! Ja, ja, Mann! Nice, Mann! Fuck, Mann! Der nächste Kampf. Einmal ist Steve mit dem Einsatz von 35.000 und Antonio mit dem Einsatz von 17.000. Auf los geht's los! 3, 2, 1, go! Warum ist denn jetzt so wenig und im letzten Kampf so viel? Tja, das ist eine gute Frage. Oh nein. Hä?
gescriptet. Jawohl, Steven. Super. Oh, Homie, hören wir noch einmal so eine Scheiße von dir und dann fliegst du hier raus und ich will dich nie wiedersehen. Der Gewinner ist Steve. So, und die nächste Runde startet zwischen Stian und Antonio. Gesetzt worden auf Stian 12. Moment. $125.000 und auf Stian. Auf Antonio, Entschuldigung. 20.000. Und der Fight beginnt bei Los. 3, 2, 1, los! Wer hat gewonnen? Wir. Und der Gewinner ist Antonio. Glückwunsch. Wir starten jetzt in die letzte Runde. Das heißt, JB gegen Steve. Bitte die Wetten einmal zu mir. Bist du bereit? Moment, ganz langsam jetzt. So, Jay, dann bitte. 8000 JB. Eine Ewigkeit später. So, und somit zum Finale. Komm am Rand. Wir haben einmal in der Ecke JB auf der 297.921 $. Und hab ich auch gemacht. Einmal auf ihn wurde gesetzt. $287.910. Auf los geht's. 3, 2, 1, go. Ich hab 5 Uhr, Junge. Ich hab Feierabend. Dann passiert das, dass niemand geahnt hat. Ah, scheiße. JB! Gewinner JB! JB, komm her, Mann! Oh, komm her, Mann! Scheiße, hab das gefragt. Ja, schade, Mann. Vergiss bitte nicht, euren Gewinn abzuholen, dann bitte alle Kämpfer einmal da raus. Scheiße, warte mal, ich muss jetzt erstmal den Shit hier machen, Digga. Achso. So, die Gewinner. Also, Pablo, bitte als erstes die Glückszahl. Fuck, Mann! Nee, oder? Hast du? Du fucking Iron Fist, Junge. Du fucking Iron Fist, Mann. Was geht denn mit dir, Alter? Oh, fuck, können wir dich mal bitte auf Doping testen? Krank, Alter. Krank, Mann. Ja, ich steh doch, ich hab gewonnen, Scheiße. Du bist einfach der wildeste Mann. Jo, vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend noch. Hau rein, Alter. Peace. Ciao. Ja, müssen wir ja nochmal unsere Gäste verabschieden, ne? Chat, so ein Ding ist das. Richtig geil, hat echt Spaß gemacht. Das war so lustig.